Spinne! Und dann, Spinne! Ich dachte nur so, oh Gott, wann hat der Tag ein Ende? Bitte hat der schnell ein Ende. 24 Stunden. Ich dachte nur, nein, warum bestraft ihr mich alle an diesem Tag? Was habe ich euch gemacht? Und als ob das das Einzige wäre, was ansteht. Nein, die Busse aber sind auch noch voller Herzen. Ich hab ja nichts gegen so Beziehungen und so, ne? Aber momentan bin ich voll der Anti-Beziehungstyp, nur durchnudeln und das war's. Nee, also dem... Das ist bei mir halt einfach momentan so, weil ich bin 17 und ich finde einfach... Für eine Freundin ist bei mir momentan einfach kein Platz. Und hallo, guten Kuschel! Und ja, ich bin 17, meine Freunde. Ich habe noch mein ganzes Leben vor mir und ich bin jung und das will ich auch noch genießen. Nein, gibt's nicht. Und ja, meine Freunde, und deshalb so die Einstellung, alles durchnehmen und dann was? Ich bin aber nicht so der Typ, der dann sagt, ja, es könnte was draus werden, sondern ich bin ehrlich und klatsche dem Mädchen das direkt ins Gesicht, dass sie weiß, es kann daraus nichts werden. Oder sie muss eben schlucken. Ja, genau. Nee, also ich bin da ein bisschen sozialer, bin ja auch ein bisschen älter. Ja, du bist auch weiser, du könntest schon heiraten. Also falls ihr den Till wollt, heiratet ihn. Er ist YouTuber, ihr habt die besten Voraussetzungen, Mädchen. Ich hab... Er ist Hartz-IV-Empfänger. Und ja. Nee, Maker Studios-Empfänger, nicht Hartz-IV. Was ist denn los wieder bei dir? Ja. Und ja, dann weiter. Im Klartext. Dann schaue ich mir so Nachrichten an. Dann kommen plötzlich solche Nachrichten von 14-jährigen Mädels und da frage ich mich, was läuft da falsch, meine Freunde? Ich habe einen Bogen, ich habe scheiß Bogen. Und das war auch noch so was Geiles, ne? Da hat mir eine 14-Jährige geschrieben, dass sie mich liebt. Okay. Du bist YouTuber. Und, das aber ist Mann, normal. Also heute. Und ich fragte sie dann mal so, wo kommst du und so? Deutschland, Berlin. Ich so, ja, Wo hat die denn eigentlich deine Nummer her, wenn die Skype. Von... Kann sein, oder keine Ahnung, ich frag mich auch in letzter Zeit, wo das die Mädels immer meine Nummer haben, aber ist ja eigentlich mir scheißegal, ich kann mich ja darüber freuen. Wenn's nicht 14- oder 15-Jährige sind, weil bei mir ist unter 16 nichts. Ich will das nicht. Weil in der Schweiz gilt das schon als Pädophile. 3 Jahre Unterschied ist zulässig. Wer ist leider verboten und gesetzlich strafbar? Mhm. Und ja, meine Freunde, und dann da einfach Arbeit bekomme ich zuerst mal wieder solche Herzschokolade von so einer Tunte, die einfach vorne beim Eingang steht. Jetzt wirklich? Du bekommst so was? Ja, das bekommt er. Wir haben nur einen Wodka bekommen. Wo, Wodka? Nee, aber was ich noch, heute habe ich noch ein paar Sachen erlebt. Heute bin ich kurz von der Arbeit weggegangen, wegen, schau mal an, wir haben Probleme, wir haben nur weiße Karten. Naja, auf was ich zurückgreifen sollte oder wollte, war... Oh, da ist was. Ja, Schnee. Was ist die Karte? Nein, komm mal mit, ich sehe da was. Na gut, ich komm mal mit. Nee, weil wir sind wieder ganz im Mannernort. Mit meinen Reden. Nee, was ich sagen wollte ist, ich war beim Spezialisten heute wegen meiner Hüfte. Und ich habe ja immer ein bisschen Schmerzen da. Also schon früher habe ich mich beklagt wegen Schmerzen. Wo rennst du hin? Ich renne jetzt weg, ich dachte, da wäre so eine Pyramide oder so. Ach so, ich habe schon längere Zeit Schmerzen mit meiner Hüfte. Und ich war ja früher ein bisschen joggen gegangen mit meinem Vater und so. Und hat immer gesagt, ja komm, es liegt wegen Motivation und so. Und dann hat sich das irgendwann mal festgestellt, dass ich irgendwas... wo bist du? Dass ich... mit der Hüfte, was nicht in Ordnung ist... Du wirst angegriffen und dann, hat man so mal hat man mich kontrolliert und so und hat dann wirklich festgestellt, erstens, mein Bein ist 1 Zentimeter größer, was eigentlich nicht so schlimm ist. So 1,5 bis 2 Zentimeter ist noch normal. Aber was denn das Problem dabei der ganzen Sache ist, wieso
Frame-Einbrüche, wie Kocke nochmal ist. Naja. Was das Problem daran war, was ich heute noch festgestellt hatte, war, dass meine Muskeln, meine Beinmuskulatur auch noch verkürzt ist. Was, keine Ahnung, wie das zustande kam, aber mein Muskel ist zu klein. Naja. Wow, 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 Junge. Naja. Und was machst du jetzt dagegen? Ja, man hat mir gesagt, ich müsste den Muskel dehnen, damit er stärker wird. Und meine Rückenmuskulatur muss ich zusätzlich auch noch stärken, da das Ganze ein bisschen zusammenhängt. Also, ja, ist ganz behinderte Sache, aber na gut, ich muss da durch. Also musst du jetzt ins Fitness oder so? Nee, also Fitness nee, aber ich muss nur ein bisschen dehnen und so. Fitness wäre, ja, Geld aus dem Fenster geworfen. So kann man es ja sehen. Die Krankenkasse wird es dir aber zahlen, weil du invalid bist. Mehr oder weniger ja, aber du ist mir eigentlich ein Kack egal, aber auf jeden ich Fall. Ich glaube, du machst erst das mit dem Rücken und so nach der Rekrutenschule. Ich glaube, das willst du ja auch so. Ja, ich werde eh, wegen, ja, ich hatte ja, wir haben ja vor 5 Minuten, glaube ich, schon darüber geredet, wegen Anfall und so im Zug, damit mir die Augen schwarz wurden und sowieso, das wäre schon ein Grund für mich zu sagen, nein, ich gehe nicht in die Armee. Bei mir ist es auch so, ich bin immer schwarz von den Augen, so minderwertig schwarz. Aber, naja, man kann es einfach nicht ändern, meine Freunde. Wir sind, ihr seht, wir sind 17 und 18 und unsere Gesundheit ist jetzt schon am Arsch. Was wir alles in der frühen Jugend an den Arsch geschissen bekommen, naja. Ist halt die Evolution und so, da kann man nichts ändern. Ja, das ist nicht etwas von uns, das ist einfach daran, dass der Körper wird in den Jahren mehr an Stress ausgesetzt. Also jetzt, je neuer die Generation ist, also die neueste Generation, die bald auf die Welt geschissen kommt. What the fuck, da war was? Ist es so, dass die mehr Stress haben werden als wir. Ist definitiv. Logo. Das kann ich bestätigen, das ist wirklich so. Und nein, ich habe keine Kinder, das ist nur so wegen. Ich weiß nicht, was ist denn mit unserem Kind? Till, ich dachte, du willst es nicht verheimlichen. Was, wie verheimlichen? Ich weiß gar nicht, wie sie verheimlichen würden. Naja, ich gehe mal in die Höhle, tschüss. Hier hinunter, komm hier hinunter. Ich bin am Kohle abbauen. Wo bist denn du? Ich bin durch die Höhle gefallen. Ach so, da bist du jetzt. Hä? Wo? Wie? Ich bin über dir! Hast du Pizzali Paranoia, du? Hä? Hast du Pizzali Paranoia? Kennt ihr den? Die deutschen Zuschauer eher nicht, aber na gut. Du bist voll brutal. Ab ins Wasser, wo bist du? Und über dir. Ein bisschen am anderen Ort. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Geiler Scheiß. Ich komm zu dir. Nein, ich bin völlig am falschen Ort. Scheiße. Scheißendreck. Nee. So. Ich bin draußen. Oh, scheiße, ich komm lieber wieder raus, hier ist mir zu gefährlich. Ich nehm's mal runter, wie weit wir das schon weg sind. Ja, genug. Muss man schon sagen. Wir sind ja schon 2 Tage, 3 Tage weg, naja. Nicht mal einen Tagesmarsch, Till. Du bist wieder nach Norden gegangen, du Affen. Ja, du Lappen, ich will hier weg. Aber aus irgendwelchen Gründen kann man die Blätter nicht. Muss ich mit der Schere. Boah, man, jetzt soll mal endlich eine Wüste kommen, ey. Du, man kann nichts ändern, was man nicht ändern kann. Nur mal so. Also ich würde mal sagen, wir suchen uns einen Cave, wenn das so weitergeht und dann ja. Weil ich wollte eigentlich Canyon-Jagd machen, weil es ja seit dann. Oh, hier unten ist was. Komm mal.
Lol, da kommt man in den Cave. Ah, stirb, du Eumel. Hier versaufen ja die Zombies. Wo bist du? Ja, ganz nach unten? Links oder rechts nach unten? Keine Ahnung, Till. Frag mich was ich weiß. Licht? Penis? Nee. Und Tschüssikowski. Ich will das Eisen. Bis nach oben? Ja. Na gut, ich komm mal mit. Ja, Baby, mein geiles Teil. Ich weiß ja auch nicht, was bei dir falsch lief bei der Geburt, aber... Nichts, ich kam nur hinten raus. Du hast einen Hintereingang benutzt, weil dein Vater ein Bulle ist? Ja. Nee. Okay. Stimmt nicht. Okay, Till. Okay. Ich nehme mal den leichten Weg. Du hast die Höhle, ich bin stark. Wie ein Minecraft-Mann. Oh, jetzt Cholera. Ich muss kommen. Über den Horizont der Bergen. Und noch viel weiter. Schwebende Blöcke. Auf seltsame Weise kommen sie und gehen sie. Naja. Wie eh und je. Dup, 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 dup. Wo bist du wieder? Du entleerst dich. Autsch! Nein, Till, du darfst mich nicht schlagen, du Lappen. Slap, Bitch. Hier kommt wieder Schnee, dann rennen wir mal hier durch. Mal schauen, gediegen, wo das hingeht. Ich find einfach die Landschaft von Minecraft immer wieder so schön geil. Ich find's einfach so geil, Minecraft, das Spiel. Das ist, also du hast einfach fast unendliche Möglichkeiten. Du hast unendliche Möglichkeiten, weil die Welt unendlich ist. Nein, sie ist endlich. Wie denn das? Ja, bis der Server abschmiert so. Nee, wenn du an den Rand der Erde, also der Rand der Map kommst, dann stürzt der Map Generator ab und du fliegst aus dem Spiel. Ist schön zu wissen. Aber dafür können wir weiter und weiter rennen. Naja, wir rennen jetzt mal 10.000 Folgen wieder. Also wir rennen so viel weiter, wie wir auch vorhin schon gegangen sind, so in der Art. Naja. Irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor, weil es fast überall ähnlich ausschaut. Ich chill mal eine Runde. Mr. Hauch? Im Pool? Ja, ich muss pissen. Ja! Weg! Blub, 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 blub. Ich bin weg. Das ist ein neues BO. Wieso haben wir hier verdammte Scheiß Frame-Einbrüche? Weil der Map-Generator wieder nach vorne laden muss. Scheiß-Generator, ey. Komm mit mir nah. Willst du hier in die weite Ferne segeln? Ja, nein, vielleicht. Okay, Till, ich würde mal sagen, wir ziehen hier in die Ferne, über das Meer. Was hältst du davon? Das. Wer zuletzt im Wasser ist ein schwuler Pinguin. Pinguin, ich liebe Pinguine. Ey, das müssten sie noch einführen, Pinguin und Eisbären. Dann würde ich nicht mehr können. Nein! Scheiß verficktes Hurenkind namens Tintenfisch. Na dann, segeln wir zurück. Oh. Hui. Also ich geh jetzt zu Fuß weiter. Spinner. Also gut, bis dann, tschüss. Du willst mich doch verarschen, ey. Weil man kann nicht mehr durch Spieler fahren, das weißt du, ne?
Ey, mich nimmt's mal Wunder, was da unten ist. Das sind ja Monster. Ich geh wieder an Land, ey. Nee, Till, komm. Ich will ein Boot haben. Sind ja nur noch 50 Kilometer. Ach ja, Minecraft. Der Ozean ist... Was war das? Das war mein Taschenrechner. Böser Taschenrechner, hat sich selbstständig gemacht. Du hast einen Taschenrechner bei dir. Was ist denn los? Und ja, diese Uhrzeit? Ich nehme Minecraft aus. Was hat ein Minecraft mit Rechnen zu tun? Okay, gut. 5 Blöcke plus 5 Blöcke geben 25! Naja, das war jetzt nicht so der Hammer, aber na gut. Ich sehe Land, Till. Ich sehe Land. Oder auch nicht. Das ist nur so eine Scheißinsel, die niemand will. Hey, unten ist alles voller Gravel. Jetzt haben sie das Meer so gemacht, dass unten alles Gravel ist. Also falls wir mal Gravel-Probleme haben, einfach das Meer aufgraben. Jupp, das können wir. Bist du nach Süden gefahren? Till, siehst du, ich bin Koordinaten 792 plus 3361. 700, ja, dann gehen wir einfach nach Süden, oder? Also nicht Richtung Süden. Fast. Südöstlich, westlich, nördlich. Westlich bisschen und dann wieder Süden. Jetzt bin ich Richtung Süden. Hier ist aber Land, das weißt du. Till, ich bin immer noch im Wasser. Wo bist denn du? Kann man nicht... Komm mal zur Koordinate minus 823 und plus 3400. Minus 800? 886. Ich geh jetzt auf Land, ne? Ja, ich bin mit Schiff unterwegs. Alter, warum hat's hier so viel Schnee, Mann? Ich bin 709. Da muss ein bisschen rechts. Und Z 3654. Wie viel? 3600. Dann ich bin 3500. Also du bist 700 Blöcke weiter links von mir und 100 Blöcke weiter vor mir. Also ich bin jetzt X840. Ich bin X830 und Z oder Y 3560. Na gut, ich bleibe bei Z 3600, denn hier kommt ja, mit dem Boot nicht durch. Gut. Alter, du bist so weit vorne. Du hast aber richtig Gas gegeben, ne? Hast du ein getuntes Boot? Ja, mein Baby. Du, ich hab eine schlechte Nachricht. Wir müssen früher aufhören als gedacht. Das heißt? Jetzt. Okay, was ist denn für Zeit, ne? Ja, nicht so die große Zeit, aber na gut. Wir haben reserviert, weißt du, das geht nicht so ohne Reserve. Also. Ja, kenn ich. Ja, meine Freunde, der Till, wo bist du? Na, da. Ja, ich kann nicht mehr aufs Boot steigen. Es ist weg. Bei mir ist es noch da. Cool. Es ist hier. Tschüss. Du Affenkacke. Na gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Minecraft erkunden. Tschüss.